Ja, klar. Nochmal neu, oder? Ja. Dann fangen wir nochmal von neu an. Klasse. Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 67. Ach. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist das Resultat meiner... Ich schwöre, ich werde Siri gleich töten. Ich habe 3%, ich muss mein Handy laden. Ich muss mal kurz mein iPad ausstecken, solange ich den Spaß hier mache. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. 59. So, jetzt hier. Gut, dann muss ich das hier oben ja mitzählen. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. Sind die Elite-Barbaren. So, jetzt mache ich es aber richtig. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 22. Was? Ich muss dann 1 bis 74 machen. Echt? Nein, es gibt doch nur 66 Karten. Die unten werden ja nicht mehr mitgezählt. Oder? Es gibt ja nur 66, nicht 1 bis 74. 4, 8, 12, 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22 ist der Prinz. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 49. Okay, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Oh, der Eismagier. Klasse. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 56. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Also der Tesla ist immer 40, kann ich mir nicht merken. 40, 44, 48, 52, 56. Der Funky. Alter Jungs, mein Deck ist ja richtig ein Scheißhaufen. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 48. Gut, der Tesla war 40, das habe ich mir jetzt gemerkt. 40, 44, 48. So. Ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 53. 53, okay. Also hier sind wir bei 40, 44, 48, 52, 53. Klasse. Siri, ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Das ist 25. 25, okay. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. Ey Jungs, das Deck wird immer lustiger. Siri, ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 66. Das ist 67. Hey. Siri, ich brauche eine Zufallszahl zwischen 1 und 66. Die Antwort 18. Lautet 18. 4, 8, 12, 16, 17, 18. So, Jungs, das ist mein Siri-Deck. Rot sein. So, Jungs, wollen wir mal schauen, wie weit wir mit dem Deck kommen? Es kostet, wie viel Elixier kostet das Deck? 4,7 Elixier, glaube ich. Frag Siri. Alter, was soll ich denn jetzt hier spielen? Setzen wir mal den Ritter nach hinten. Oh, er spielt einen Golem. So, ich habe einen Plan. Guckt euch das an. Ich habe keinen einzigen Zauber dabei. Oh yeah. Oh yeah. Ich habe keinen Zauber dabei. Ich habe keinen Zauber dabei. Ich habe keinen Zauber dabei. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier den Wizard. Ich kann meine Skelette da nicht gegen den Golem einsetzen. Klasse. So. Läuft. Ah, das läuft. Ich habe keinen einzigen Zauber, das ist schon mal richtig witzig. Boah, guckt euch diesen Mörser an. Ey, wenn jetzt meine Elite-Barbaren durchgekommen wären, wie witzig wäre das gewesen?
Ich habe keinen einzigen Zauber. Wenn ich jetzt, wenn der Funky nur einen Schuss rausbekommt, dann ist das hier der Rack 47. Oh, der Funky kommt. Oh, jetzt ist er bereit, Jungs. Jetzt ist der Funky bereit. Der Prinz kommt auch noch ins Spiel. Der Prinz. Boah, jetzt kann ich da noch eine Skelettarmee einsetzen. Weil er seinen Sepp rausgehauen hat. Ah, schon wieder ein Eiskolem. Ey, wie witzig ist das eigentlich? Das Deck ist ein richtiger Müll. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Du sagst 3 Siege. Ich sag, ich schaffe damit keinen einzigen Sieg. Ehrlich gesagt. Ich habe gar keinen Plan, wie ich das schaffen soll. Los, Mercer! Alter, was war das für ein Lag? Also zurzeit hat irgendwie Clash Royale keinen Bock auf mich. Also das will sie die ganze Zeit irgendwie weglaggen. 12 Siege sind drin. Also ich damit 12 Siege schaffe. Alter Latz. Was für ein schlechter Miner von ihm. Alles auf eine Karte, Jungs. Alles auf eine Karte. Guckt euch das an, Jungs. Ich bin der beste Clash Royale Spieler. Ey, was ist das denn? Was ist denn hier los? Der Magier will auch noch mitmischen. Ey, wir gewinnen das einfach. Wie können wir so ein Match gewinnen mit so einem Deck? Ah ne, wir brauchen ja noch. Ich habe ja gar keinen Zauber. Ich dachte, wir haben seinen Turm schon geholt. Hilfe! Ich dachte, wir haben seinen Turm schon geholt. Scheiße. Komm schon, Mörser. Ich komm da. Ey, ich brauch. Oh mein Gott, Alter. Yeah. Oh, nie wieder der ich in meinem Leben. Oh, wir gewinnen das erste Game, Jungs. Wir gewinnen das erste Game. Oh, fuck. Was ist denn hier los? Ich gucke einen Stream auf dem Fernseher mit meiner Katze, das freut mich. Wenn du damit 12 Siege machst, spende ich dir 100 Euro, ich schwöre. So, das ist schon mal ein Anreiz. Neues OP-Deck. Alter, Jungs, wenn ich damit weiter als 5 Siege komme, dann lade ich das auf YouTube hoch, aber zu 1000%. Dann lade ich das auf YouTube hoch. Mach jedes zweite Spiel ein neues Deck, aber das dauert halt ewig lang, gell? So, jetzt ist dann schon mal vorbei, weil ich habe keine Ahnung, wie ich gegen ein Lava-Hund-Deck spiele, ohne Zauber. 12 Siege sind safe, ja. Ich habe eigentlich nur die Valkyrie als Tank, fällt mir gerade auf. Und ich habe auch nur den Magier und den Ice Wizard als Ding. Ja, klasse. Oh, er hat den Sepp rausgehauen. Geil. Ich habe keinen Sepp. Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt hat er einen Rage hier ausgepackt. Jetzt kommt die Valkyrie. Die defensive Valkyrie, Jungs, die dürft ihr nie unterschätzen. Die hat so viel Power. Ah, der Eisbruder ist halt echt Müll. So. Und damit kommt der Mörser ins Spiel. Keine Ahnung, ob der hier überhaupt irgendwas reißt. Ey, guckt euch das an. Oder Minenwerfer. Mörser. Ich weiß gar nicht, ob ich die ganze Zeit Mörser sage. Was ist hier los? Ey, warum habe ich keinen Zauber? Das nervt mich. Ich bräuchte einen Zauber für diesen Minenwerfer hier. Warum zur Hölle habe ich keinen Zauber? Direkt volle Kraft voraus mit den Elite-Barbaren. Oh mein Gott, wenn wir hier den Turm holen, dann heul ich. So, jetzt schon mal kein Sepp mehr. Damit kann ich meine Skelettarmee wieder einsetzen. Ah, scheiße, kann ich eben nicht, weil da Ding kommt. Ah, klasse. Super. Valkyrie defensiv eingesetzt. Ja. Da bringt der Rage ja auch nichts mehr, Kollege. Ah, die Valkyrie bräuchte ich aber eigentlich für die Ding. Oh, ich hab einen Plan hier. Jetzt kommt hier der Ice Wizard hinten dran. Oh yeah. Was ist das für ein Live, Jungs? Ich kann es nicht fassen, dass wir damit überhaupt irgendwelche Türme holen.
Das kann ich absolut nicht fassen, dass sowas überhaupt klappt. Galoppier davon, mein Ritter. Ist der Ding nicht ein bisschen zu weit hinten gesetzt, eigentlich, der Lava-Hund? Ah, er hat einen Feuerball. Ey, bei mir leckt das immer so hart. Nee, das reicht ihm nicht. Reicht ihm absolut nicht. Ha! Wir gehen in das zweite Spiel. Warte. Ha! Das ist die neue Meta-Chef. Ja, ich glaube langsam auch. Das ist geil, das stimmt. So, das zweite Match ist auch gewonnen. Hey, guckt euch das Deck an. Das ist das Mülldeck des Jahres. Haha, OP Mörser Deck triggert. Ja, stimmt. Oh, wir kriegen sogar noch eine epische Karte aus einer Free Chest. Läuft. Neues OP Deck. Guckt mit meinem Bruder, freut mich. Neue Meta. Jungs, ich finde es eigentlich auch gerade extrem witzig, dass sowas klappt. Chef Joker besorgt dir einen Zauber. Ja. Ich kopiere mir das Deck. Ich habe keine Ahnung, warum es überhaupt läuft, das Deck. Es macht absolut gar keinen Sinn. Wie kann man das so... Ja, Jungs, ich finde es einfach nur lustig, dass das Deck hier irgendwie funktioniert. Aber sobald mal jemand ein halbwegs normales Deck spielt gegen mich, muss er mich doch komplett auseinandernehmen. Jetzt mal ohne Spaß. Hier, das ist sowas meinte ich zum Beispiel. Kommen wir gleich mal mit dem Prince auf die andere Seite. Prince Boateng. Yeah. Und da kommt der Prinz an den Turm. Ein Hit. Zwei Hits. Drei Hits. Klasse. Absolut klasse, das Deck. Absolut klasse. Oh mein Gott. Töte bitte den Megalakai. Nein, er schafft es nicht, ihn zu töten. Okay. Die Valkyrie nochmal eingesetzt, dass sie hier nochmal tankt. Das ist okay. Wir haben mehr Damage gemacht. Das ist perfekt, das ist perfekt. Jungs, ich habe jetzt hier gleich. Zack. Der Eiswurst kommt hinten dran. Ja, läuft doch. Guck dir diesen Eiswurst an. Zack. Ah, macht er gut. Macht er gut. Zwölfsieg ist ein easy drin. Man gewinnt nur noch ohne Zauber. Das ist der Trick an dem Deck. Ja, ich glaube, das ist echt der Trick an dem Deck. Also, Jungs, wenn ich damit echt weit komme, dann muss ich anfangen zu weinen. Dann muss ich echt anfangen zu weinen, weil. Da macht für mich Clash Royale keinen Sinn mehr. Da komme ich gerade in den Stream, was ist das für ein Deck? Ja, das ist das Siri-Deck. Also wir haben gerade hier das Deck von Siri zusammenstellen lassen. Und da kommt so ein Müll dabei raus und die Leute schaffen es nicht, das zu verteidigen, oder was? Was soll das denn? Die Valkyrie muss überleben. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich gegen den Funky einsetze? Ich habe keinen Zauber und deswegen verliere ich jetzt. Komm schon, gib Gas. Alter, Hilfe. Mein Gott, was eine starke Valkyrie. Zack. Ja, macht er gut. So, mal schauen, wie er das aber gleich verteidigt. Hier, der OP-Mörser kommt jetzt gleich ins Spiel. Ja, ich kann das eigentlich nicht mehr gewinnen. Er hat doch einen Feuerball, oder? Warum wirfst du den Feuerball nicht auf die andere Seite, du Trottel? Also, wenn ich das jetzt noch gewinne, das wäre so ultimativ witzig. Mein Gott. Ey, was ist das? Was ist das? Was ist mit den Menschen passiert? Warum wirft er seinen Feuerball nicht einfach auf meinen Turm und holt ihn? Wir haben eine neue Meta erfunden. Wir haben eine neue Meta gefunden. Was ist denn hier los? Ey, wenn wir hier 12 Siege raushauen, dann heul ich. Dann muss ich anfangen zu weinen. Bitte ein Dab. Komm, wir spielen halbwegs normale Decks spielen. Ist das Deck nicht gut? Okay, Ice Golem Level 5. Kann man auch mal machen.
Mach Serena Grand Challenge, ja, dann wird es auf jeden Fall extrem schwer. Also da wird es auch extrem schwer, überhaupt einen Sieg einzufahren. Ey, wieso habe ich denn so Lags? Was ist denn heute mit meinem Internet los? Ich habe die Todeslags zurzeit, so wie es aussieht. Er spielt auch in Mavia, okay, verschickt. Ich brauche also ohne Zauber zu spielen, ist halt extrem schwer, finde ich meiner Meinung nach. Er spielt einen Tesla, okay, das ist nicht so stark. Nein, die Valkyrie stirbt zu schnell. Schade. Mach's mit Dex, was? Habe ich jetzt gar nicht ganz verstanden, Sekunde. Ah, fuck, guter Ofen von ihm. Ja, also auch starker Ofen. Ich werde ihn mal auch kurz aus dem Spiel nehmen mit dem defensiven Minenwerfer. Sehr schöner Minenwerfer. Das läuft. Mit was blendest du den Chat ein und die Follower? Mit Tippy Stream. Mit was? Bei 12 Siegen gibt es 50 € Belohnung. Krass. Ja. Also wenn ich 12 Siege schaffe, Jungs. Ha, ein Giant Skeleton. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommt der Funky mal rein. Hat er einen Feuerball oder einen Sepp oder so gehabt? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Muss hier den Split-Push starten. Ah, ja, der hat aber eine Skelettarmee. Ey, absolut keine Chance eigentlich gegen das Deck. Was ist denn hier los? Komm, ein Schuss, Funky. Oh, schafft er nicht. Schade. Lass meinen Minenwerfer in Ruhe, bitte. Fuck, wie stark ist der Ding? Der Tesla, bitte. Mein Gott. Was macht der denn da für eine Skelettarmee? Die war natürlich auch nicht gut. Boah, ohne Zauber ist das so schwer zu spielen. Lex, ja, wie gesagt, mein Internet leckt heute ein bisschen, leider. Ey, was ist das denn? Warum verteidigt er das nicht? Was macht er hier? Wir gewinnen das nächste Spiel. Wenn jetzt noch ein Schuss rauskommt, ja. Klasse. Chefstube soll antworten. Was soll ich denn antworten? Wir gewinnen das nächste Spiel. Chef, hast du das Deck? Hab es kopiert. Ich hab's mir gerade mit der Siri da anfängt. Soll ich ein 100-Juwelen-Turnier machen? Ja, wenn du willst, dann gerne. VfB ist bester Verein. Ja, für mich nicht. Ich bin Nummer 9. Grüße aus Bremen und frohes Neues. Ja, dann auch Grüße zurück aus Karlsruhe und dir auch ein frohes Neues. Oh, und er hat ein Ding. Er hat einen Grabstein. Chef, du hast einfach so ein Luck, dass du fast nur solche Gegner hast. Ja, klar, aber trotzdem. Jetzt ist dann auch langsam das Luck zu Ende. Guck, was soll ich denn jetzt machen? Das ist wie ein gut, normales Deck und dann komme ich da auch nicht mehr durch. Lass mein Funky in Ruhe. Ja, perfekt. Genauso sollte es laufen. Ist die Frage, hat er noch einen Zap? Na, ein Feuerball. Mein Gott, hätte er jetzt noch einen Schuss rausbekommen, hätte ich geheult. Hätte er noch einen Riesen.
Mein Gott, wir schießen aufs Musketier. Ich schaff's halt echt, einen Funky-Schuss rauszubekommen. Es kann doch nicht wahr sein, dass dieses Deck funktioniert gegen irgendwelche normalen Menschen. Chef, für wen warst du bei Darts? Ich habe Dart nicht so krass verfolgt. Ich habe es nur ab und zu mal geschaut, aber so krass habe ich es jetzt auch nicht verfolgt, ehrlich gesagt, meine Freunde. Geht hier mal der Magier hin. Was ein Deck, Alter. Siri, vielen Dank für das Deck. Das ist das neue. Also die Meta hat sich jetzt grundlegend geändert, Jungs, so wie es aussieht. Die Meta hat sich komplett verändert. Also, wir haben jetzt eine ganz neue Meta, so wie es aussieht. Ich beschütze einfach die ganze Zeit meinen Minenwerfer und der kommt einfach da durch. Ich verstehe das auch nicht, warum. Kann ich nicht nachvollziehen, warum da mein Minenwerfer die ganze Zeit irgendwie Schüsse abbekommt. Hier kommt mal eine Skelettarmee rein. Oh nein, er schafft es, die kaputt zu machen. Hilfe. Minenwerfer rein. Elite-Barbaren hier drauf. Magier hier drauf. Wir gewinnen das nächste Spiel. Egal, wer vorhin gesagt hat, er macht bei 5 Siegen seine YouTube-Karriere. Du darfst jetzt anfangen, den YouTube-Channel zu öffnen. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß als YouTuber. YouTuber, natürlich. Wer macht jetzt YouTube? Würde mich auch interessieren. YouTube. Nicht YouTube, sondern YouTube. Ich lade dich ein. Was? Ich lade dich ein zum Rückrundenspiel VfB gegen KSC. Jo, bin ich geil dabei. Ich bin mal gespannt. Wer macht denn jetzt hier seinen YouTube-Channel auf? Du ziehst Allegi aus der Chess, bin ich mal gespannt. Wieso heulen eigentlich manche, bevor ich, was muss man Siri fragen? Ich muss Siri fragen, eine Zahl zwischen 1 und 66 und da muss ich mir daraus ein Deck bauen. Machst du noch eine Siri-Challenge? Wollt ihr noch eine Siri-Challenge sehen? Ich weiß es ja nicht. So, was mache ich jetzt? Das ist halt, das, Alter, und ich habe kein Ding auf der Hand. Klasse. Nichts gegen Luft habe ich auf der Hand. Guck ich das mal an, als würde er es wissen. Mein Eismagier ist weg. Der Turm ist down. Boah, als hätte er gewusst, dass ich nichts mehr gegen Luft habe. Als hätte er es gewusst. Ja, gut. Ihr wollt noch eine sehen, dann mache ich die gerne für euch. Mann, als hätte er gewusst, dass ich nichts mehr auf der Hand hätte gegen Luft. Also jetzt wird es extrem schwer. Also wenn ein Turm down ist, habe ich eigentlich keine Chance mehr. Als hätte er gewusst einfach, dass ich nichts mehr auf der Hand habe gegen Luft. Ist ja ein Scheiß. Lass meinen Mörser in Ruhe. Gut, wir machen danach noch eine Siri-Challenge, wenn es den Leuten so gut gefällt. Bin ich gerne dabei. So, den Gegner verstehe ich jetzt halt auch wieder nicht. Warum macht der nichts mehr? Wir setzen mal auf die andere Seite einfach mal einen Sparky. Hoffentlich Giants Garden und Golem mit Mini-Packer. Das wäre richtig krank. Hat er. Was macht er denn jetzt? Hä? Okay. Die Rakete killt nicht mal meinen Funky. Wurde der stärker gemacht? Oder was? Reite schneller los. Wo denn der Ding? Okay, der. Gut, ey. Ey, ab und zu leckt's echt krank. Also, ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Lecks. Ich weiß nicht, woher die kommen. Das liegt ja unserem Internetanbieter, so wie es aussieht. Mercurius bereit. Die kommt jetzt rein. Zack. Sehr schön. Die Hexe ist auch nicht gut dagegen gesetzt. Also, der Gegner, der spielt echt auch eigentlich einen Müll zusammen. Also, einen Riesenmüll. Jungs, könnt ihr mir das mal erklären, was der Gegner hier macht? Also ich verstehe absolut seine Spielweise nicht. Absolut verstehe ich das nicht. Hilfe. Komm schon, Prinz. Boateng. Der Typ. Ey, was ist denn hier los? Was ist mit den Menschen hier los? Er versucht jetzt schon die ganze Zeit darüber zu kommen irgendwie, aber macht einfach gar keinen Sinn. Er raged. Er verliert. Er verliert einfach. Warum? Was macht er? Hat er keinen Bock zu spielen? Was ist denn los? Magst du Herfer? Ja, natürlich.
Chef, bitte grüß mein Alpaka. Ja, den grüße ich dann. Es gibt nur einen Fußballverein, nur der SCF. Dein Deck ist außergewöhnlich. Ja, ist es. Siri hat mir dabei geholfen. Wieso sagst du immer Prince Boateng? Ich habe es jetzt einmal gesagt. Hey Leute, wann endet die Saison? Weiß das jemand? Die hat erst gerade angefangen. Die Season hat erst gerade angefangen. Also jetzt kommt ein Funk hier erstmal. Leute, wie schlecht der Gegner ist. Ey, bei 6 Siegen wollte auch jemand auch anfangen zu streamen. Das will ich euch auch mal sehen, Jungs. Also irgendjemand muss jetzt hier anfangen zu streamen. Bin ich mal gespannt. Der kennt dich bestimmt, das war ein Araber. Welcher Araber sollte mich denn kennen? Gott, wie schlecht war der Ritter gesetzt. Kommt der Prinz? Ciao, was ist das für ein Push? Hat der ein Set bereit, ist die Frage? Nee, okay, er ist so bereit, so wie es aussieht. Nein, ich hätte ein Ding setzen sollen. Oh mein Gott, wenn er jetzt keinen Sepp hat, dann treffen wir seinen Turm. Wir treffen seinen Turm. Läuft. Ciao. Da haben wir mal gerade einen richtigen Funky-Schuss ins Gesicht bekommen. Jetzt muss ich noch mein Magier... Der Minenwerfer wird gespannt. Läuft. Alter, das Deck ist OP. Das ist das neue OP-Deck. Das neue OP-Deck. So wie es aussieht. Guck dir das an. Wenn er keinen Sepp hat, ist er tot. Er hat keinen Sepp. Er spielt, glaube ich, ohne Sepp. Oder was ist das denn? Was macht er hier? Er spielt ohne Sepp? Ey, wenn wir das flawless gewinnen. 12 Wins spendiere ich mir 1 Million YouTube-Accounts. Da bin ich mal gespannt. Also, ich habe jetzt hier schon, was haben wir hier gesagt? 50 Euro, 100 Euro. Also, hier sind schon ein paar Summen durch den Raum geworfen worden. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was davon auch eingehalten wird. Aber 12 Siege schaffe ich niemals mit dem Deck. Das neue, ja, jetzt kommt ein Giant Skeleton, alles klar. Valkyrie ist auch noch okay. Da kommt jetzt bestimmt gleich die Skelettarmee rechts. Was? Was waren das für Pfeile? Hä? Oh, die Bombe war im Turm. Das war nicht gut. Die Bombe war im Turm, so wie es aussah. Der Ding wird gespannt. Ja, also... Keine Ahnung. Was hier abgeht. Der will hier die ganze Zeit predikten, so wie es aussieht. Nein, Funky, falsche Richtung. Oh, wir gewinnen das. Läuft. Nee, läuft. Genau was mit dem Twitch-Partnerschaft im 24-Stunden-Stream. Meine Twitch-Partnerschaft, ich habe heute nochmal Twitch geschrieben. Und ich hoffe, dass ich am Samstag den 24-Stunden-Stream machen kann. Wenn du 7 Siege packst, mache ich ein Turnier. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe 7 Siege, du darfst ein Turnier machen hier an Efslin. Bei 12 Siegen bekommst du meine erste Spende auf Twitch. Alter, krass. Jungs, 12 Siege, es sind noch 5 Siege, da wäre ich richtig nervös. Ich kann gerade nicht die Loots vorlesen, ich bin gerade richtig im Film mit dem Deck. Eigentlich müsste ich nur 3 Siege haben. Ich weiß nicht, was für Siri da für ein Deck zugelost hat, aber es läuft. Ich habe 7 Siege Sinn, also du darfst ein Turnier raushauen. Wieso spielt ihr jeder Giant Skeleton? Wieso leckt sie ab und zu? Nein! Mein ab und zu leckt. Ich muss mal gucken, was mit meinem WLAN los ist. Sorry für die Lags. Tut mir echt leid für die Lags, Jungs. Jetzt bin ich aber hier ein bisschen überrannt, oder? Kann das sein? Ich habe halt einfach kein Spell. Das ist halt echt scheiße, dass ich keinen habe. Warum habe ich keinen Spell dabei? Jungs, mit einem Zap oder so wäre das Deck viel einfacher zu spielen, aber ich habe einfach keinen Zap. Wenn du 10 Siege schaffst, mache ich morgen Turnier. Alles klar. Sieger hat Clash Royale Hex. Ich glaube langsam auch. Also wenn er jetzt wieder mit seinem Ding kommt, dann wäre er dumm. Okay, er ist dumm.
Ah, ich kann jetzt gerade nichts setzen, okay. Wir lassen uns mal so stehen. Ich habe einen Plan. Ich habe mal einen Plan. Ich versuche mal mein Funky. Okay. Eigentlich wollte ich mein Funky so. Ich weiß, dass die Skelettarmee nicht gut ist. Bitte nicht haten. Oh mein Gott, wie geil beschützen wir das bitte? Wie geil haben wir das Kapitel beschützt? Rennt weg, Baban! Also wenn wir das Spiel gewinnen, dann heul ich. Dann habe ich offiziell das OP-Deck des Jahres gefunden. Gut, Pfeile sind okay. Um Gegner. Ja, gut, jetzt spielt er es nicht schlecht. Jetzt macht er es natürlich nicht schlecht. Komm, hau ab. Nein! Komm, Mercer! Nein, jetzt ist er zu nah an dem Ding dran, oder was? Jungs, ich habe keine Ahnung, wie ich das noch gewinnen soll, ehrlich gesagt. Ey, noch eine Bombe und wir haben das gewonnen. Ich heul. Was soll das denn? Wir haben 8 Siege mit so einem Kackdeck, Alter. Wir haben 8 Siege mit so einem Scheißhaufen. Alter, die lieber überleben die Bombe vom Riesenskelett, ja. Habe ich jetzt auch gerade gemerkt. WTF, Jungs, wir haben 8 Siege. Das ist nicht mal ein Sieg, ja. 8 Siege ist natürlich dann geil. Wenn ich jetzt noch mit einer legendären Karte belohnt werde, wie witzig wäre das eigentlich? Ne, geht nicht mehr. Schade. Aber eine epische Karte immerhin. Einmal der Bowler. So, Jungs, wollt ihr noch...